Der Elsterwelle Adventskalender. Freundlich unterstützt von den Versorgungsbetrieben Hoyerswerda. Mit Engagement für die Region VBH. Wir machen das. Herr Noel, der Weihnachtsmann in dem langen roten Gewand und der Zipfelmütze, kommt in der Nacht vom 24. auf den 25. Dezember durch den Kamin und bringt die Geschenke. Wenn die französischen Kinder am Morgen aufwachen, finden sie die prall gefüllten Stiefel und Schuhe vor dem Kamin und Geschenke unter dem Weihnachtsbaum. Der 24. Dezember ist in Frankreich ein ganz normaler Arbeitstag. Viele Franzosen schmücken ihre Häuser und Wohnungen an Weihnachten nur mit Mistelzweigen und einer Weihnachtskrippe. Der Weihnachtsbaum, wie wir ihn kennen, ist hauptsächlich im Elsass und in Lothringen verbreitet. Was natürlich nicht heißt, dass es in den übrigen Regionen Frankreichs keine Weihnachtsbäume gibt. Jede Familie hat zu Weihnachten ihre eigenen Traditionen. Lebensfreude an Weihnachten. Am Abend wird das traditionelle, mehrgängige und mehrstündige Weihnachtsmahl zubereitet, das die Franzosen Le Réveillon nennen. Typische Weihnachtsgerichte sind der mit Maronen garnierte Truthahn, Ente in Orangensoße, Gänseleber, Pastete, gezuckerte Maronen, Fisch und Austern. Meeresfrüchte fehlen in der Regel bei keinem Weihnachtsfestmahl. Auch Champagner fehlt nicht. Zum Nachtisch gibt es an Heiligabend traditionell die Bûche de Noël, Weihnachtsbuche. Eine rechteckige mit Schokolade überzogene Biskuitrolle in Form eines abgesägten Baumstamms. Das hat einen bestimmten Grund. In alten Zeiten ließen die Franzosen an Heiligabend einen dicken Holzscheit langsam im Kamin verbrennen, um dann die Asche an den Weihnachtstagen auf einem Feld zu verstreuen. Das soll Glück und eine gute Ernte bringen. Traditionell wird heute stattdessen ein Kuchen gebacken, der aussieht wie ein Baumstamm. Joyeux Noël! Frohe Weihnachten!